Hier geht's nicht weiter. Aber hier haben wir was. Schön. Ritualvorbereitung. Dank dem Einsatz der Novistadors, die Drecksviecher, konnten wir Ashley fangen. Wir bereiten uns so schnell wie möglich aufs Ritual vor und nehmen Ashley als Mitglied der Los Illuminados auf. Wer will, kann sich, während wir uns vorbereiten, um unseren amerikanischen Freund kümmern. Wir können unseren Freund wenigstens eine Zeit lang aufhalten, wenn wir die Zahnräder im Uhrenturm blockieren. Wenn wir sie an drei Stellen blockieren, müsste die Zeit reichen, um uns aufs Ritual vorzubereiten. Jetzt geht und unterhaltet unsere Touristen. Oh mein Gott, mir fällt ja jetzt auch gerade schon wieder ein, was mich gleich noch erwartet. Ich habe keine Lust. Ach, ich muss ja erst die Dinger zerschießen. Ich muss ja erst die Teile zerschießen. Eins. Zwei. Und der andere ist da. Den treffe ich aber so nicht ganz. Na, komm. Ach. Ich habe jetzt eigentlich gar keine Lust, da nochmal runter zu eiern. Gestern habe ich ihn, vorgestern vielmehr, habe ich ihn doch auch gescheit getroffen gleich. Ah, kann ich das hier machen? Ach, guck mal. Jetzt sehe ich ihn nur nicht mehr. Ach, da. Oder? Sage mal. Das wird doch wohl heute noch hinhauen, dieses dämliche Ding zu zerschießen, oder? Da ist er. So, jetzt aber. Mein Gott. So viel Kokolores nur um ein so ein blödes Holzbrettchen, ey. Okay. Ja, da sind sie ja. Hab euch schon erwartet, Jungs. Keine Ahnung, ob ich da drauf schießen kann. Ah, gut. Sehen mich wohl nicht. Vielleicht kann ich wieder die Luschentour machen und einfach warten, bis sie hier oben sind. Ach, da sind sie ja. Beide Pfeile abgefangen, sehr gut. Der andere ist schon tot? Krass. Ging aber schnell. Was? Jetzt habe ich den Ausgang verpasst. Hier geht's runter. War es das schon? Irgendwie. Ach nee, ich muss ganz runter. Ich muss ganz runter. Irgendwie hatte ich gerade ein bisschen was anderes noch in Erinnerung. Ah, okay, da ist es. So, direkt wieder hochklettern. Nicht, dass ich eine Dynamitstange aufs Dach bekomme. Oh, oh, oh. Alter, du. Oh, Mann, ey. So nervig. Na, Arschloch? Nee, kannst du vergessen, mein Freund. Ich lasse mich sicherlich nicht nochmal von dir hauen. Schnauze. Müsste ich wegen dem Depp wieder einen Heilgegenstand verschwenden, ey. Das gibt's ja wohl nicht. Ach, das hau ich auch noch daneben.
Hier kommt keiner hoch. Ihr bleibt unten. Gott, hat er mich gerade erschreckt, ey. Feierabend. Oh, da kommt ja alles noch einer. Noch einer. Was ist jetzt? Okay, ich hoffe doch. Gut, Feierabend. Oh Gott, da ist ja noch einer. Schnauze! Stirb, mein Freund! Noch einer? Ich glaube erstmal nicht. Klack. Muss man langsam mal gucken hier, dass wir nicht immer so viel Heilgegenstände verschwenden, ey. Das wird später noch richtig böse. Wenn das jedes Mal so läuft. Oh Gott, jetzt wird es erst richtig lustig. Hallöchen, Leute. Ach, guck mal. Da speichern wir mal kurz zwischen. Man weiß ja nicht. Oh. Einmal. Oh. Zweimal? Dreimal. Gute Güte. Ah, Moment. Nee. Ich lass mal die TMP gerade ausgerüstet. Der mit dem Raketenwerfer, der ist einfach so übertrieben. Ja, das war so klar, dass ich das nicht schnell genug schaffe. Yo, schön. Ein Glück, dass ich gespeichert habe. Das wird nie im Leben klappen. Es hat geklappt. Vorerst. Und jetzt ist es vorbei. Den hatte ich gerade voll vergessen, dass der da liegt. Egal. Ein weiterer Tod. Scheiß der Hund drauf. Das kriegen wir schon noch hin. Ah, mich juckt's am Ohr. Oh mein Gott. Na kommt, Freunde. Schneller. Ich habe heute noch was anderes zu tun. Na, zu spät. Egal. Dann ebenso. Vielleicht ist es das Beste, wenn ich mich umdrehe und in die andere Richtung laufe. Da sind erstmal weniger. Da können sie auch nur von... Ernsthaft? Alter. Nee, komm, vergiss es, das machen wir nochmal. Der Drecksack mit seinem Raketenwerfer. Ich habe eine Idee, vielleicht kriege ich den jetzt gleich direkt. Komm her, mein Freund, komm, 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 komm. Einmal und zweimal. So. Wenn das klappt, fände ich das geil. Ich habe nur den Verdacht, dass es nicht so klappen wird. Ha, es hat geklappt. Geil. Es hat geklappt. Ich werde bescheuert. Wunderbar.
Och nö, nicht auch noch so einer. Also so langsam aber sicher, ey. Heieieiei, ey. Nix als Stress hier die ganze Zeit. Oh, noch so einer. Hi. Ekelhaft. Puh, endlich geschafft. Und ja, die watscheln schon ziemlich wie Enten, da hast du recht. Goldarmreif. Also zumindest manchmal, wenn sie so im Entengang die ganze Zeit hintereinander her wackeln. Oh, ich habe nur noch 14 Schuss für das Ding. Mano. Aber warte mal, erstmal TMP durchladen. Hui, klack. Das kann ich auch nochmal schnell durchladen. Das brauche ich jetzt eh dann gleich. Ah, Munition! Oh mein Gott, ich habe Munition liegen lassen. So geht's ja nicht. So, die nehmen wir mit. Auf jeden Fall. Da seid ihr ja. Ich habe euch schon erwartet, meine Freunde. Aber wenigstens musste ich diesmal kein Heil-Item verschwenden. Einer. Zwei. Oh, Magnum Ammo. Ich sehe es genau. Jetzt ist die Frage, wie mache ich das am schlauesten? What the fuck hat er da gerade gemacht? Aber egal, mir kommt's zugute. Alter, nein! Oh, du Bastard, du Elender! Na, warte, Freundchen. Lachst du, hä? Gefällt dir, hä? Oh shit. Den habe ich jetzt nicht übersehen. Oh Gott, das hatte ich ja total vergessen, dass da jetzt wieder lauter Vollidioten reingeschlappt kommen. Ja. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Ey, jetzt läuft's überhaupt nicht mehr hier so wirklich gerade. Und jetzt erwischt er mich. Ach komm schon, Freund der Nacht, ey. Alter, ich habe so ein Pech gerade die ganze Zeit. Das ist nicht normal. So, die Idioten sind weg. Ach nee, da ist noch ein Idiot übrig. Ach Mist. Sorry, dass ich gerade so ruhig bin. Ich bin gerade so ein bisschen angespannt. Weil die zwei sind schon nicht zu unterschätzen. Ich finde jetzt nicht schlimm oder nervig. Ich finde eher die Gesamtkonstellation aus normalen Ganados und den zwei Idioten noch dazu nervig. Aber alles gut. Bin nur gerade so ein bisschen konzentriert.